Wir wollen uns heute mal zusammen den Zoo Tycoon Simulator von Microsoft ansehen. Der ist ganz regulär im Game Pass enthalten und mir gefällt das Spiel. Das ist schon ein bisschen älter, ich glaube an die 10 Jahre. Von den Bewegungsabläufen her, von der Grafik her, insgesamt gefällt mir das gut und deswegen schauen wir da heute mal kurz rein zusammen. Am besten steuert man mit einem Controller und ich habe schon mal angefangen. Mit einem Herausforderungsspiel. Das Tutorial habe ich direkt übersprungen und die erste Viertelstunde war ein bisschen zäh, weil ich nicht so recht wusste, wie das Ganze hier funktioniert. Man fuchst sich dann aber relativ schnell rein und ich zeige euch heute einfach mal meinen Zoo. Und damit Hallihallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal Zoo Tycoon von Microsoft. Und das ist mein Herausforderungszoo, das ist der Eingangsbereich und das hier ist die Besucheransicht, wenn man so möchte. Das hier bin ich, der Zoodirektor. Die Person, den Charakter kann man auch selbstständig anpassen. Man kann die Eintrittspreise anpassen. Dazu kommen wir noch. Man kann hier rumfahren mit diesen Gefährten und kann sich so den Zoo ansehen, relativ zügig. So kommt man von einem Ort zum anderen. Man kann aber auch einfach in die Manager-Ansicht umschalten mit Y am Controller und dann geht das Ganze hier wesentlich schneller von oben. Das ist also der Eingangsbereich. Und hier können wir jetzt auch das Zoo-Hauptmenü öffnen. Wir sehen, wie viele Tiere wir im Park haben. Wir können den Eintrittspreis festlegen. Wir können eine Werbekampagne durchführen und vieles mehr. Und dann gibt es verschiedene Stände, wie zum Beispiel diesen Ballonstand hier. Die Stände müssen wir auch regelmäßig reparieren. Das mache ich bei der Gelegenheit gleich mal. Ich weiß gar nicht, was das hier genau ist. Milchshake-Stand. Hier können, denke ich, Kuscheltiere gekauft werden. Das hier ist ein, ja, spezieller Stand. Hier wird mit Tieren gearbeitet, mit Vögeln. Also das ist so eine Art Event zum Zusehen. Hier gibt es den Getränkestand, den Burgerstand und überall können wir die Preise anpassen. Und wir können die Stände jeweils auch verbessern. Das waren so die Stände, glaube ich, im Wesentlichen. Hier haben wir einen Platz, den habe ich irgendwann mal gebaut, einfach um ein bisschen die Attraktivität vom Park zu erhöhen. Können die Deko auch bearbeiten, indem wir hier auf Anpassen klicken. Dann gibt es hier verschiedene Anpassungsplätze, durch die wir uns durchscrollen können. Und da können wir dann verschiedene anpassbare Objekte platzieren, wie diese Bäume, diesen Brunnen, die Bänke und vieles mehr. Das habe ich in dem Fall schon gemacht. Ja, und so funktioniert es im Prinzip auch mit den Gehegen. Ich habe momentan nur ein Gehege. Das ist das Grasland-Mittelgehege. Hier müssen wir übrigens auch regelmäßig Haufen von den Tieren entfernen. Das gehört leider auch zu unseren Aufgaben. Und die können wir eben genauso anpassen mit Dekogegenständen, mit Bänken, mit Mauern, mit Wegen und vielem mehr. Gehegegegenstände. Hier können wir Tierpflege Dinge einbauen, wie zum Beispiel diese Futterkrippe oder diese Waschstation. Können direkt mal was Neues bauen, wobei wir brauchen aus dem Bereich gerade gar nichts. Vielleicht können wir ein extra bauen.
Extras sind in dem Fall Freizeitzentren, Klettergerüste, Kratzbäume, Planschbecken, Plateaus, Rutschen, Unterstände und vieles mehr. Und dann gibt es noch Interaktionen. Füttern, Interaktion, Schlauch, Interaktion, sensorische Extras, Interaktion. Ich denke, wir werden hier eine Füttern, Interaktion anbieten. Mal sehen, wie das bei den Zuschauern ankommt. So funktioniert das mit dem Gehegebau. Bisschen einfacher sind die Mini-Gehege. Ich zeige euch aber vorher noch meine Tiere, selbstverständlich. Die wollen wir auch nicht außer Acht lassen. Dafür schalten wir am besten wieder in den Beobachtungsmodus. Ich habe hier zwei den Namen vergessen von diesen gehörnten Huftieren. Naja, ich habe auf jeden Fall zwei Lamas. Davon seht ihr im Moment eins. Ich weiß nicht, wo das andere sich rumtreibt. Da hinten in der Höhle. Antilopen sollen das sein. Jetzt habe ich es. Zwei Antilopen. Verschiedene übrigens. Hatte gehofft, die würden Kinder zeugen, aber bisher leider nicht. Die Lamas übrigens auch nicht. Das ist schade. Ja, wir können wieder in die Tycoon-Ansicht. Können uns mit X auch mal die Tierzufriedenheit einblenden lassen. Die Tiere haben Namen. Und wir können uns die auch ansehen. Das ist Pascal, Stufe 12. Ab Stufe 15 sind die Tiere übrigens ausgewachsen. Und wir können uns jetzt hier auch durch die verschiedenen Tiere klicken. Das ist Gigi, auch Stufe 15. Adam und Princess. So, und dann gibt es noch die Mini-Gehege. Wie zum Beispiel, also davon habe ich nur zwei. Einmal dieses mit zwei Flamingos drinnen. Und einmal dieses mit zwei Kakadus, glaube ich, wenn mich nicht alles täuscht, bin mir da gerade nicht sicher. Die Mini-Gehege funktionieren im Prinzip genauso. Da sind aber schon Gegenstände drin, automatisch. Hier ist eine Tierpflegestation, also da haben wir, die sind etwas einfacher zu managen, die sind auch kostengünstiger wie die großen Gehege. Und ich habe mich jetzt hier erstmal auf den Zooaufbau konzentriert. Ich habe den Eindruck jetzt schon, dass der Wirtschaftspart nicht besonders herausfordernd ist. Ihr seht das, wir haben jede Menge Besucher, es wird jede Menge Geld in die Kassen gespült. Ich habe noch nie Geldsorgen gehabt. Am Anfang war es nur ein bisschen schwierig, im Prestige aufzusteigen. Prestige ist die Zahl Nummer 5 neben dem Stern, damit wir halt neue Gehege und Tierarten bauen können. Das war ein bisschen eine Herausforderung am Anfang. Und ansonsten finde ich das hier sehr entspannend. Das Spiel plätschert so vor sich hin. Wir haben links noch Mitteilungen, die wir öffnen können. Außerdem haben wir verschiedene Herausforderungen. Dafür gibt es Geld und Prestige. Ziel ist hier, 28 Tierarten zu adoptieren. Besucher sehen gern bei Fütterung Interaktion mit einem Tier zu. Neue Herausforderung, Tierzufriedenheit. Naja, die Besucher können ja selber füttern, wenn ich das richtig verstanden habe. Mal sehen, ob das hier auch funktioniert. Wo ist denn die Fütterstation? Die ist hier. Ich kann es auch einfach mal euch schnell demonstrieren. Tier füttern. Futter aufnehmen. Und mit der rechten Taste am Controller kann ich das Futter jetzt anbieten.
weiß nicht, ob ich das jetzt regelmäßig selber machen muss oder ob die Besucher das selber können. Da bin ich gerade ein bisschen überfragt. So, durch das Füttern steigt natürlich die Haufenproduktion, um die wir uns regelmäßig kümmern müssen. Ja, und jetzt zeige ich euch noch mal kurz das Baumenü. Wir gehen in die Tycoon-Ansicht, klicken auf eine freie Fläche und hier haben wir dann die Möglichkeit, ein Gehege zu bauen, ein Mini-Gehege, Wege, Dekorationen, Stände, die sich nochmal unterteilen in Gastronomie und Unterhaltung. Das Ganze ist teilweise wieder abhängig von eurer Prestige-Stufe, wie ihr hier seht. Und dann gibt es auch noch die Zoo-Einrichtung. Toiletten habe ich einmal. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht wo. Und wir müssen dann über kurz oder lang uns auch mit Dingen befassen wie einer Aufzuchtstation, Zoowärterzentrale, Hausmeisterbüro. Wobei das alles kostet Geld und das habe ich bisher noch nicht gebaut, weil ich eben erstmal hier Besucher, Prestige und Geld sammeln wollte. Ah, hier sind die Toiletten. Die kosten übrigens auch Geld. Ja, also da gibt es verschiedene Spielkonzepte. Bei mir ist im Prinzip alles auf Mittel eingestellt. Der Eintrittspreis ist Mittel, die Burgerpreise sind Mittel, die Toilettenpreise auch. Man könnte auch den Eintrittspreis quasi gratis machen, dafür aber die Kosten bei den Ständen höher stellen oder andersrum. Ob das so einen riesen Unterschied macht, ist dann allerdings die andere Frage. Ja, meine Einnahmen wachsen. Ich habe jetzt hier die Aufzuchtstation erforscht. Eventuell werde ich mal noch das Hausmeisterbüro erforschen. Und dann überlege ich mir, was ich hier als nächstes bauen werde. Vielleicht auch noch mal so ein Mini-Gehege. Savannenfelsen, Tropenfelsen, Tropenteich. Das ist jetzt so ein Mini-Gehege. Das müssen wir mit anderen Attraktionen verbinden, damit die Besucher da auch hinkommen. Und dann müssen da auch noch Tiere rein. Gespendete Tiere. Keine Tiere anzeigbar. Okay. Neues Tier adoptieren. Mangusten oder Erdmännchen. Ach, Erdmännchen finde ich eigentlich süß. Da adoptieren wir mal ein paar. Die sind allerdings schon relativ alt, alle. Stufe 7, Stufe 8. Ich glaube, die zwei nehme ich. Tristan und die Dame. Und dann ist das Mini-Gehege hier auch schon wieder voll, leider. So, die müssten alle alles haben, was sie brauchen. Das auch ein bisschen unrealistisch ist. Zwei Erdmännchen in einem Gehege. Also schauen wir uns das mal an. Das sind die Erdmännchen. Weiß nicht, ob die sich da wohlfühlen. Wir probieren das mal aus. Da haben wir wieder eine Magazin-Herausforderung. Ein Tiermagazin braucht ein Foto von einem Flamingo. Ab Stufe 15 können wir Tiere übrigens auch auswildern. Flamingo, Flamingo, Flamingo. Mit der Taste P auf der Tastatur könnt ihr in den Fotomodus wechseln und da könnt ihr dann einfach ein Foto machen und das Foto behalten und damit sollte die Herausforderung abgeschlossen sein. Gibt wieder ein bisschen Geld. Ich glaube, ich baue jetzt dann doch mal so eine Aufzuchtstation aus Testgründen. Gucken, was ich damit machen kann.
Und dann brauchen wir über kurz oder lang auch definitiv so ein Hausmeisterbüro. So, durch die Aufzuchtstation hat sich mein Bekanntheitsgrad gesteigert. Ich kann neue Tierarten adoptieren. Das ist gut. Bitte wähle eine Attraktion zum Verbinden aus. Na, ich glaube, die Verbindung hier sparen wir uns. Einrichtung bearbeiten, verbessern, Personal einstellen. Das kostet alles wieder Geld. Ich stelle einfach mal den Hans ein, der ist günstig. Ein Aufzuchtsexperte. Stelle sie ein und weise sie am Gehege zu, um deine Chance für die erfolgreiche Fortpflanzung der Tiere in dem Gehege zu fördern. Grasland Mittel. Ich habe nur ein Gehege, in dem Fall weise ich dem das Gehege zu. Und dann schauen wir mal, ob wir hier vielleicht doch noch Nachwuchs bekommen. Irgendwann. So, das kostet jetzt wie gesagt alles Geld. Man kann sich ja den Hunger der Tiere, Tierhygiene und alles anzeigen lassen. Aber auch die Besucherzufriedenheit, die Essensversorgung, Dekoration, Tiervielfalt, Toiletten, Sauberkeit. Also noch geht's, noch spare ich mir den Hausmeister, noch ist es hier halbwegs sauber. Ich überlege jetzt gerade, wo mein Mini-Gehege ist, mein zuletzt gebautes. Das müsste dann das hier sein. Und da vielleicht noch Tiere hinzufügen kann. Mangusten. Ich glaube aber nicht, ich glaube das Gehege ist voll. Vielleicht eine. Nehmen wir mal den Oliver. Tier kann nicht platziert werden, genau das ist das Problem. Also die Mini-Gehege fassen maximal zwei Tierarten. Ja, ich baue jetzt noch ein Mini-Gehege und dann war es das erstmal für dieses Video. Ich hoffe, ihr fandet es interessant. Probiert das gerne mal aus, wenn ihr selber den Game Pass habt. Ich finde das Spiel sehr entspannend und das ist gut gemacht. Das gefällt mir. Ich baue jetzt noch einen Tropenfelsen. Auch da wollen wir natürlich Tiere drin haben. Und da ist die Frage, wollen wir Affen oder Reptilien? Ich erforsche mal die Reptilien. Bishop, Daisy, Amber, Nikki. Ich denke, wir adoptieren die zwei hier. Eins und zwei. Auf das hat geklappt. Ah, da sitzt einer im Felsen. Und da sitzt einer. Wie gesagt, für dieses Video, für den Moment soll es das jetzt erstmal gewesen sein. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Hinterlasst mir gerne einen konstruktiven Kommentar, Abo oder Like, wenn es euch gefallen hat. Und dann sehen wir uns hoffentlich demnächst in einem anderen Video wieder. Macht's gut, schönen Abend und tschüss.